Hallo ihr Lieben, Baby und Boots sind scheinschwanger. Aber eigentlich heißt das gar nicht so, ne? Weil sie sind gar nicht zum Schein schwanger, sondern sie haben zum Schein Welpen. Man redet immer nur von der Scheinschwangerschaft, aber in der Schwangerschaft gibt man ja keine Milch oder so. Naja. Also das äußert sich so, dass sie erstmal echt schläfrig sind. Ich zeig's euch mal kurz. Hallo. Ja, kein Bock zu gar nichts. Maybe hat es ein bisschen schlimmer erwischt als Boots. Die hat richtig viel Milch. Boots nur so ein bisschen. Ja, warum machen Hündinnen das? Das ist noch so ein Überbleibsel aus der Wolfszeit. Im Wolfsrudel gab es eine Leithündin. Die hat Welpen gehabt. Die hat aber auch irgendwie noch einen ganzen Haufen anderer Dinge zu tun. Das heißt, sich nur um die Welpen zu kümmern, hat die sich nicht leisten können. Das ist wie mit so einer alleinerziehenden Mutter, die arbeiten gehen muss, ne? Jedenfalls haben sich dann die anderen Hündinnen mit um die Welpen gekümmert. Deswegen haben sie Milch bekommen und das machen unsere Hündinnen jetzt immer noch so. Ja, wenn die Hündin dann soweit ist, dass man denkt, mit dir stimmt doch was nicht, dann kann man nachgucken, ob sich das Gesäuge ausgebildet hat, ob vielleicht und tatsächlich Milch rauskommt. Ja, neben dem Milcheinschuss ist ein weiteres Symptom, dass die Mädels sich so Spielsachen oder Sachen, die sie finden, die annähernd welpig sind, mit ins Körbchen schleppen. Bei Lotta war das damals immer ganz schlimm. Die hat sich auch so, ja, mal eine Socke aus dem Wäschekorb geklaut und hat die mitgeschleppt. Oder eine Möhre, die ich ihr zum Knabbern gegeben habe, wurde als Welpe gesehen und an die Zitzen gelegt und sauber geleckt und solche Sachen. Außerdem hat Pepe hin und wieder mal eine Tracht Prügel kassiert, wenn er zu dicht an ihren Welpen vorbeigekommen ist. Das war letztlich auch der Grund, weshalb ich sie irgendwann habe kastrieren lassen. Ja, Maybe und Boots machen das jetzt so extrem nicht, aber die haben auch immer noch hier das hier, was manchmal bemuttert werden kann. Ne? Jessie wird dann sauber geleckt und bekuschelt und so, wobei sie das eigentlich ganzjährig tun, aber im Moment noch ein bisschen extremer. Ich kann es nachvollziehen. Du Baby. Ja, wann tritt denn diese Scheinmutterschaft auf? Das ist eigentlich total logisch geregelt, weil man kann immer so 2 Monate nach der Läufigkeit damit rechnen, wenn die Hündin denn dazu neigt. Das wäre die Zeit, in der sie auch tragen würde. Das heißt, Läufigkeit, Deckzeitpunkt, 2 Monate später kommen dann die Welpen und dann tauchen diese Symptome auf. Naja. Wenn ihr so eine Hündin habt, die alles Mögliche ins Körbchen schleppt, die da so liegt und so keine Lust zu gar nichts hat, das Körbchen nicht verlassen kann, weil die Welpen sonst nicht versorgt sind, dann müsst ihr leider, so hart das klingt, die Spielsachen wegräumen, die Hündin aufmuntern, mitzukommen, rausgehen, ablenken. Nicht unbedingt immer so am Bauch rumkraulen, weil das imitiert vielleicht so ein bisschen die Welpen, die am Gesäuge rumnuckeln oder diesen Milchtritt machen. Ja, ist immer nicht so ganz einfach, weil die Hündin ist der festen Überzeugung, dass das so ist, ne? Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr eine Hündin habt, die unkastriert ist, bei der das ganz extrem ist oder ob die da überhaupt gar keine Probleme mit hat. Und falls ihr mehrere Hündinnen habt, ist das bei euch auch so, dass sich so der Zyklus so angleicht, dass die das immer gleichzeitig haben? So nicht, du bist noch zu klein. Also im Moment ist das ja alles gar nicht so dramatisch, dass die beide so scheinschwanger sind und so. Aber dadurch, dass die ja immer so den gleichen Zyklus haben, ist es natürlich auch schon mal vorgekommen, dass eine Welpen hatte und die andere eine Scheinmutterschaft entwickelt hat. Und dann ist hier wirklich so ein bisschen Halligalli in der Bude.
die Boots macht das gerne, dass sie dann das ganze Haus zusammenschreit, weil sie der Meinung ist, ich, Rabenfrauchen, würde sie daran hindern, zu ihren Welpen zu kommen. Und das sind ja überhaupt nicht ihre Welpen, sondern ihre Enkelkinder. ja, und da habe ich dann sie auch schon mal ausquartiert für ein paar Tage, bis das sich so ein bisschen gelegt hat. Aber natürlich kam es auch schon mal vor, dass sie es geschafft hat, zu den Welpen zu kommen. Und dann, ja, also die, in manchen Rudel kann das dann wirklich schon zu ernsthaften Streitigkeiten kommen, ne? Meine Hunde sind da eher so ein bisschen Pazifisten, aber ja, eine Hündin, die da nicht hingehört, sitzt dann auf den Welpen, die nicht ihre sind, wodurch sich, ja, und den Welpen ist das natürlich erstmal egal, ne? Also, da kommt Essen vorbei, das nehmen die natürlich mit, ne? Ja, und die andere Hündin, die leibliche Mutter, ja, die steht dann da und sagt, Mensch, da habe ich jetzt wohl mal kurz nicht aufgepasst. Ja, aber da kann es halt bei manchen, also es gibt Hündinnen, die sind da wirklich, da geht es dann bis aufs Blut, ne? Wenn es um die Welpen geht. Wie gesagt, Gott sei Dank gab es bei mir jetzt hier noch nicht irgendwie Stress unter denen, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Aber im Moment keine Welpen, also alles easy und nicht so ein Stress. Wir gehen jetzt erstmal das Wetter genießen. Bis die Tage!